ein. Heute Morgen sind wir wieder zu dritt unterwegs. Und wir haben vor, eine Traumschleife zu gehen. Und zwar eine ganz junge Traumschleife. Die ist ja geöffnet gern am 27.09. und nennt sich die Waldzeit. Und startet, ihr dürft auch mal was sagen, Mülzweiler. Bei Schwalbach in der Nähe von Saarlouis. Hat und ungefähr 140 Höhenmeter. Gehzeit angegeben so um die 3 Stunden. Und 9,4 glaube ich, gell? 9,9 oder 9,4 Kilometer. Ja, genau. Ja, super, schon alles gesagt. Also der Weg ist sehr stark frequentiert. Wir haben am Morgen gedacht, dass hier mehr Betrieb ist wie im Saarbrücker Hauptbahnhof. Aber wirklich. Und dann lassen wir uns überraschen. Vom Schwierigkeitsgrad soll er relativ locker sind. Und dann ist eine schöne locker Runde. Vielleicht sogar schon Jahresabschluss, oder? Heute mal gemütlich. Vorbei am Sportplatz in Hülsfelder. Oh, haben wir schon alter Grenzstein hier, oder? Ja, das ist ein frischer Morgen. So, nach 500 Meter kommen wir schon an die Waldkapelle. Das ist aber ein kurzer Pilgerweg. Kalt, gleich die Finger ab. Oh, oh, hat da jemand was gebaut? Oder? Ja, das kommt gut hin. Aber schön, Sonne kommt raus. Heute haben wir mal richtig Glück mit dem Wetter. Ach, du bist ein Jummerlapp. Mein Gott. So, der Weg bis jetzt da, der ist sehr schön. Wir sind erst 600, 700 Meter gegangen, aber macht schon richtig Spaß bis jetzt da. Und die Sonne scheint noch, ne? Jetzt haben wir ja, die letzte Tour ja auch nicht so gehabt. Herrlich. So beinahe fast voll auf dem Anfang. Ja, ja. Das Problem ist jetzt, wenn die schmale Pfade da sind und der Laub hier drauf war, dann muss man schon ein klein bisschen überpassen, weil ruckzuck steppt man mit im Wald, dann wär's mir weiter. Wow. Ja. Es wandern wieder Sonne entgegen, Mensch. Oh, das ist aber auch ein schönes Bild. Guck mal da hinten aus, Tanja. Okay, da muss ich jetzt ranzoomen. Oh, eine wunderschöne alte Eiche. Herrlich. So, es ist wirklich wunderschön heute Morgen. Das Wetter ist perfekt. Und schade, dass wir kein Geruchsvideo haben. Es riecht ganz herrlich nach Herbst. Wunderbar. Ah, dann machen wir das. So, wir wissen schon, dass das ein Videofilm ist, aber Tanja hat da gerade ein Selfie gemacht. Dann haben wir hier durch eine bildschöne Allee. Guck mal hier noch einen schönen Turm. Ach, das sieht doch klasse aus. Boah. Das Wetter ist halt neue traumhaft. Herrlich. Ja. So, ich drehe mich mal rum. Und? Jawohl, da ist er. Schön. Wie sagt man das, Schatz? Wir haben den Turm, ja? Pflaumenturm.
Erklommen oder erklommen? Erklimmt. So, jetzt haben wir alle Möglichkeiten durch. So. Ist okay, ein bisschen diesig im Tal. Ganz dahinter sieht man die Püttinger Bergehall. Links neben der Thron ist der Riegelsberger Fernsehturm. Also wenn ihr diesen Weg abwandert, wird mir die Besteigung dieses Turms auf jeden Fall empfehlen. Ah, mit meiner Vermutung habe ich richtig gesehen. Püttinger Bergehall, Sender Riegelsberg. Schöner Ausblick, ne? Mhm. Oh, das wow, schaut euch mal diese Landschaft an. Schaut euch das an, herrlich. Ja. Hey, super, das sind wir wenigstens für uns, ne? Und die Sonne scheint keinem ins Gesicht. Ja, einwandfrei, genau. Besser geht's dann auch. Oh, ist der von Bad Kaffee? Das kommt aus dem Rucksack, das Wasser. Ich hoffe, der war nicht schon wirklich ein bisschen Google dabei. Jetzt ist mal gelbes Kaffeewasser an. Das geht nicht so schnell. Ich mache ihn bloß. Ich muss ein bisschen trinken. Oh, wir warten auf eine gute Tasse Kaffee jetzt. So, jetzt haben wir gemütlich Kaffee getrunken. Jetzt gibt es noch einen heißen Hugo. Jetzt gibt es noch einen heißen Hugo. Ich freue mich eher auf die kühle Jägermeister. Auch klar. So. Der Tanjasche hat wieder einen Saarstein ausgelegt. Selbst gemacht. Sieht toll aus. Aber wunderschöne Gegend hier, gell? Gefällt dir auch, gell? Ja. Ja. Wunderschöne Eiche. Herrlich. Wir haben jetzt ungefähr die Halbzeit. Noch 4,9 Kilometer sind wir wieder am Ziel. Und weiter geht's in diese Richtung. Jetzt sind wir am Dreibandstein an der Deichelsbrücke. Nur ich sehe keine Brücke hier. Moin. Nordseite zeigt dir das Lothringische Doppelkreuz. Ja. Auf der, dieser Seite lag der Südweiler Band. Auf der Südseite zeigt er die Wolfsangel. Wo ist die Wolfsangel? So, also hier sind wir an der Wolfsangel. Ja. Hier haben wir die Jahreszahl. 11. Stimmt das? Ja, ich denke eher 1751, das kann nicht so enden, oder? Dann ist das so A7er. Ja, also 1757. 1757 vermutlich, ja. Da unten ist noch ein 1, was auch immer. Ja. Da haben wir hier das Lothringer. Das ist Lothringische Doppelkreuz, ne? Jawohl. Sieht man, das ist auf der Kamera? Ja. Ja, da müssen wir jetzt durch. Auf der anderen Seite nochmal hoch. Richtig schön matschig. Gucken wir mal, ob das doch funktioniert. So. Glück muss der Mensch haben. Ich habe beim Fortgehen mein Handy auf dem Autodachleihe gelassen und das haben wir festgestellt bei Kilometer 4. So, jetzt haben wir zwei nette Damen getroffen an dem Rastplatz, wo wir waren. Die haben wir beim Fortgehen schon gesehen und dann haben wir die Nummer getauscht und die haben uns tatsächlich das da angerufen. Das Handy hat noch da gelegen. Damit habe ich das sicher nicht mehr gehofft. Also, sicher, gebt auch ehrliche Leute. Klasse. Und falls die Mädels das Video mal sehen, vielen Dank an euch. Wir sind jetzt aber Kilometer 7. Hier ist eine sehr schöne Kneipanlage.
Und hier hinten scheint sogar noch ein Trinkwasserbrunnen zu sein. So, Tanja, das Wetter war für dich, das da, oder? So. Ja, ob das da ist. Ist das da, ist das Trinkwasser? Wenn es nicht geht, müsste es hin, ne? Der Stefan spielt es auch unter. Vorkoster. Vorkoster. Wenn es dir eine halbe Stunde noch gut geht, dann trinken wir auch. Schön milchiges Wasser. Super, einmal frei. Wunderbar. So, das Trinkwasserproblem ist schon geregelt. Der nächste Kaffee ist schon gebongt. Aber einer, das ist mal erfrische. Er traut sich, er trinkt. Hast du recht, das ist hier weiches Wasser. Und weiches Wasser. Nee, das schmeckt gut. Das soll das Trinkwasser. Ja, das ist gut. So, es kann ja lassen, wenn es nicht trinkt. Ne? Das heißt, mir zwei Ausfälle. Da haben wir noch einer, wo kommt ja, der Rettungs war. So, jetzt sind wir am nächsten Brunnen. Kein Tisch und nichts dabei, ne? Hütte. Aber da ist auch kein Bank dabei, oder? Ja. Kein Trinkwasser hat es ja doch. Und hier sieht man die Hütte. So, wir finden einfach keinen Grillplatz. Wir haben feine Rohspratwürste dabei. Obwohl es ist dann irgendwo was Schönes grillen. Entweder auf dem Hobokocher oder auf dem Gasgrill, egal, Hauptsache ein gutes Würstchen ist. Aber wir finden einfach keinen passenden Platz. Ja. Ich falle. Zwei Chancen haben wir noch. Ja. Aber wir fallen schon vom Fleisch. Man sieht's, ne? Jetzt sind wir bei Hülsweiler. Und hier ist noch ein schönes Marienkapellchen. Und das ist nicht gerade so der originale Weg, wie wir da drin laufen, sehe ich gerade. Schön, ne? Da werden Fotos geschossen. Und dann geht's weiter. Da wünsche ich dir dafür um. Die Tische sind schon mal da. Vielleicht auch eine Grillstelle. Ja. Oje. Das wird ernst. Jetzt brauchen wir was. Wir müssen Tanja füttern. Ich habe es dir schon mal gesagt. Wenn sie das erste Griff, dann gibt es ein bisschen komisch. Das ist jetzt weiter. So, ich glaube, wir haben jetzt auch unsere Rasthütte gefunden. Wir sind hier an der Seehütte, die ist gebaut, kennst du? Anno 2013 und jetzt gibt es was Feines zu essen. Ah. Da brutzelt das Wasser für unser Kaffee.
Stefan, der macht schon die Rohschwäsche raus. Dieses Messer ist eine Schmiedearbeit von Stefan. Das ist selbst gemacht. Ganz tolle Arbeit. Hier machen wir unser Würstchen in der Panne. Wir haben zwar einen Hobokocher dabei, aber keine Möglichkeit, dass er hier ein Holzfäller zu machen. Sind noch ein bisschen zu früh. Nee, müssen wir 10 Minuten noch mal kommen. Aber kommen nicht zu spät, sonst ist alles weg. Das ist schon blöd ohne Zangen, ne? Ja, das ist doch blöd. Die Tanja macht das besser. Sie kriegt das besser hin. Gut. Wie das riecht. Von der Bartrop. Dann ja, nicht nur vom Bartrop. Und der Tanja ist schon der Weckro. Ja. Mach mit Klappe. Mit Klappe, ne? Mit Klappe. Hätte ich auch gesagt. Tanja, hast du schon mal eine Wäsche? Und Tanja, wie schmeckt er? Sehr gut. Lecker, ne? Hab's doch gut gegessen. Oh, sieht man so ruhig, Volle Mund, das sieht man nicht. Das ist mit dem Mundstoff, das heilen ja auch die Waffeln. Was hätten Sie so? Hallo. Guten Tag, hallo. War zu spät. Fast. Danke, ebenfalls. Ah, oh, guter Gott, gut ist das Kaffee. Jawohl, Tanja kriegt einen Tee. Gibt bei uns alles: Kaffee, Tee, also Essen, was sie trinken. Danke. Und noch viel Wasser übrig. Das ist schon nach dem Essen. Guten Kräuter. Die Blätter fallen. Herbstimpression, jawohl. In Hülsweiler. Besser Impression als Depression. Jawohl. Aber das ist aber lecker, gell? Freilichtbühne in Hülsweiler angekommen. Ist auch ein schöner Ort. Ja, 2020 ist alles ausgefallen, ne? Ja. Aber irgendwie, wie schön sie dann hier alles so dekoriert haben, ne? Was ist das für ein, oh, ein toller Kurz, der hier dran gebaut, wo ist? Wahnsinn. Also ganz schön. Hier, das Wirtshaus ist besser. Guck mal, da ist alles wunderschön gemacht. Ja. Jetzt genießen wir noch einen wunderbaren Blick Richtung Enzdorfer Halde und Polygon. Ja klar. So, da ist unsere Wanderung wieder vorbei. Wie hat es euch gefallen? Mir ist gut gefallen, war relax die Wanderung. Ja, also ich bin auch begeistert. Schön gemütlich. War eine sau schöne Wanderung, man hat auch klickten Wetter gehabt. Hervorheben möchte ich noch die brillante Beschilderung. Also verlaufen ist praktisch unmöglich. Und nochmal Dankeschön an die Mädels, die mein Handy gerettet haben. Ja. Das ist super gewesen. Merci. So, und dann gehen wir zu neuen Taten über. Ne? Wollen wir mal als nächstes hinlaufen? Genau. Die nächste Planung läuft schon. Okay. Tschüss. Tschüss.